So, Muckis, kommt. So, Bennett ist da, schon die ganze Woche. Heute ist Donnerstag, Bennett ist Montag gekommen. Wir haben bis heute nicht gefilmt, also Montag, Dienstag, Mittwoch nicht gefilmt. Heute Donnerstag, heute nehmen wir zum ersten Mal die Kamera wieder mit. Warum? Tina ist mit dabei. Bennett kommt mit, der fährt den Nissan, weil Opa Oma zur Physiotherapie bringt. Und wir haben eine Heckenrodung bei einem Subscriber von uns. So richtig mit Straßensperrung und Container kommt und verkehrsrechtliche Anordnung und allem drum und dran. Allem Zip und Zap. Und wie gesagt, Bennett ist dabei. Große Fräse geht mit, hinterm Jeep. Vermeer geht mit, hinterm Nissan. Bennett, wie gesagt, den Nissan. Und ich dann hier den Dröhnenschuppen. Also es geht volle Batterie mit und alle Leute, die wir haben. Und Boxies sind dann kurz bei Oma alleine zu Hause, während Oma Physiotherapie hat. Aber das ist eigentlich kein Problem. Das kennen die auch bei Oma. Und ja, geht los. Ihr seid dabei, wie immer. So, ihr seht, es ist ein bisschen hektisch auf dem Platz. Da wird der Anhänger für Ruby angekuppelt. Der neue Tridax ohne Werbung, ohne alles. Bennett und ich kuppeln den alten Tridax an mit der Kiste drauf. Ihr seht, wie der Platz aussieht, ne? Das ist 032 RC. Und jetzt dadurch, dass das unten gefroren war und oben aufgetaut, so, siehst du, einmal richtig eingewiesen. Ist natürlich das Problem, dass wir hier gerade im Schlamm fahren. So. Ja, der hatte auch mal eine Rückfahrkamera, die tut es aus irgendwelchen Gründen auch nicht mehr. Also diese günstigen Rückfahrkameras von Amazon, die halten irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre. Und wenn die Garantie abgelaufen ist, ist das alles für den Arsch. So, Tina rumpelt auch rum. Ja, ihr seht, jetzt... jetzt wird's eng, ne? Und was eine Modder hier, ja? Ein Schlammscheiß hoch 10, ey. Oh, warte mal, ja. Jetzt ärgert sie sich gleich wieder, weil sie nicht rumkommt. Ich habe den Vermeer ein bisschen in den Weg gestellt. Aber Platz ist hier auch irgendwie gerade ein Luxusartikel. Den gibt's hier nämlich gerade nicht so richtig. Du kommst rum, Engel, du kommst rum. Gib Gas, gib Gas. Kannst du sonst auch gut. So. Jetzt haben wir es gleich. Haben wir gleich alle Fahrzeuge in Position. Also das ist mit den beiden Tridaxen ist das schon immer ein geiles Bild. Ne? Leider können wir uns im Moment die Werbung für den nicht leisten. Sonst würde der da genauso aussehen wie der da. Corporate Identity, ne, da stehen wir ja drauf. Aber die 1000 Euro, die können wir uns gerade im Moment auch sparen. So, mit Ohr. Geht los. Jetzt müssen wir die große Fräse gleich noch aus dem Schuppen holen. Und dann wird das schon. Jo. Hier hat Opa extra ein bisschen Hackschnitzel hingelegt, damit der trockene Fuß es wenigstens da reinkommt. So, dann wollen wir das Monster auch mal aus dem Schuppen holen. Ich weiß, die ersten zwei Minuten habe ich schon wieder auf der Uhr, ne? Naja. Dann muss Tina eine Timelapse machen. Vom Aufladen und vom Fertigmachen. So, ich muss jetzt helfen, gurten und so. Ich lege die Kamera mal weg. Kugeln. Der Nissan dreht durch hinten, wie ihr seht. Bei den Platzverhältnissen kein Wunder, ne? Und der hat ja keine Reifen, so wie Ruby. Ruby hat einen größeren Abrollumfang, ne, wie beim Trecker, deswegen mehr, alleine deswegen schon mehr Traktion. Hier, ne, nochmal meine schönen Backen, Hustede und Platz. Farblich unterschieden und beschriftet. Also wie gesagt, der Nissan hat wenig Traktion, einfach auch wegen den Reifen. Der hat ja ganz normale Winterreifen drauf. Und dann mit dem Anhänger in dem Schlamm losfahren, da hat er schon gut zu kämpfen. So, zack, Türchen zu. Geiler Scheiß. Ja, cooler Konvoi wieder, finde ich. Auch wenn die Bühne nicht mit ist, aber auch so, denke ich, ist das immer ein geiler Anblick. Wie gesagt, wenn der eine Anhänger noch Werbung hätte, wäre schon cool. Aber trotzdem, finde ich, sieht man, dass Mertens unterwegs ist. Goodie. Ja, ich freue mich, weil, wie gesagt, ist ein Auftrag für einen Follower, für einen Subscriber, der auch schon für den Gnadenhof gespendet hat und so.
finde ich lieb, dass der uns so unterstützt und uns jetzt eben auch diesen Auftrag erteilt hat. Wird ganz toll, denke ich. Ist ein ganz lieber Mensch. Hat es im Leben auch nicht einfach. Aber bleibt auch stets positiv von seiner Einstellung her. Gut, also seid gespannt. Riesengroße Hecke, Zaun ist da noch mit eingewachsen und so. Efeu, also das volle Programm, wird ein Riesenspaß. Macht nichts, deswegen haben wir alle Maschinen mit. Der Wärmeer sollte mit dem Zaun und dem Efeu wohl fertig werden. Und das drücken wir dann alles in den Container rein, kriegt ein örtlicher Entsorger. Und den anderen Kram, den hacken wir. Und dann denke ich, wird das alles schick. Und dann kommt der Stefan und setzt dann Doppelstabmattenzaun, wenn ich mich nicht irre. So, wir sind gleich da. Und dann ist die Straße auch erstmal ziemlich zu, glaube ich. Ich frage mich gerade, warum da ein Auto mit Minibagger steht. Weil das steht nämlich auch genau da, wo wir arbeiten müssen. Und wir brauchen keinen Bagger. So viel steht fest. Und wir haben die verkehrsrechtliche Anordnung. Wir machen hier jetzt zu. Rüberpusten liegt überall wahrscheinlich Hundescheiße. Also, da steht schon der Doppelstabmattenzaun. Und das hier alles kommt weg, 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 kommt weg. Das ist übrigens alles Hecke, das ist nicht das Problem, das geht alles so durch den Hacker. Das hier kommt auch alles weg. Übrigens, da hinten machen wir gleich die erste Absperrung zu. Also dieser Rad- und Fußweg wird gesperrt. So, bis hier ist Hecke. Und dann kommst du nämlich hier über Eck, zack, zum Haus. Und hier ist 1,80 Meter hoch Maschendrahtzaun. Und dahinter ist nochmal eine Hecke. Also ich werde heute auf jeden Fall auch mit einem Auto nicht hinkommen. Ne? Weil ihr seht, das ist dann nochmal alles Maschendrahtzaun. Und hinter dem Maschendrahtzaun ist noch so eine Blauzypressenhecke. Kommt alles weg. Ach ja, und falls das noch nicht genug wäre, das geht da nochmal hoch. Da. Das kommt auch alles weg. Also reicht nicht. Ne? Ich hätte einen 40 Kubik Container auf dem Auto haben müssen. Daran sieht man, also auch für solche Dinge, die eigentlich verhältnismäßig kleine Aufträge sind, ist das Auto einfach zu klein, weil das kommt, hier kommt gleich Unmengen Zeug zusammen. Deswegen haben wir auch alle Anhänger mit und den LKW, sodass wir zur Not, wenn Tina fräsen ist, nachher einmal mit allem losfahren können, kippen. So ist der Plan. Der Plan ist hoffentlich gut und hoffentlich funktioniert das alles so. Ja, und ich glaube, der Vorgarten wird auch noch gerodet. Parkenmaß. Schon eine geile Kolonne. Ich versuche noch ein bisschen wieder zu filmen. Die beiden Kegel standen hier schon, die gehören uns nicht, auch wenn das gleiche Fabrikat ist wie unsere, was natürlich echt doof ist. Wir haben hier jetzt halbseitig in dieser breiten Kurve, ein Wendehammer ist es ja nicht, wir haben hier jetzt halbseitig in dieser breiten Kurve zugemacht, wie uns das erlaubt ist nach der verkehrsrechtlichen. Fahren den Nissan jetzt so rückwärts ran, dass wir die Tülle drehen und direkt reinhäckseln können. Sollte dann also gleich alles in Position sein. Nochmal ganz kurz, weil viele ja gesagt haben, dass ich den Randalebalken, warum ich den nicht quer drauf mache, hatte ich in einem Video erklärt. Und zwar seht ihr, der hat Magnetfüße und ich habe so Rillen im Dach. Und die Magnetfüße passen natürlich genau nicht so, dass die, die würden dann in so einer Rille und dann haften die nicht. Und so haften die wenigstens. Ne? Also ich bin nicht blöd, ich weiß, dass man den eigentlich quer montiert. Aber es geht nicht, musste den halt längs montieren. So, ihr seht, ne, den kippen wir jetzt ein bisschen an und dann kann ich jetzt gleich die Tülle drehen, zack, dann hacken wir erst den voll, dann kann er zwischendurch wegfahren und während der weg ist, häckseln wir den LKW. Geht also dann jetzt gleich los. Ich weiß noch nicht, wo wir die Kamera hinpacken, aber das ist eben so täglich Brot. Da frage ich mich schon wieder, wer die Baustelle gemacht hat. Hier ist einiges gerodet, unter anderem ziemlich großer Mammutbaum. Frage ich mich direkt wieder, warum wir da nicht für angerufen worden sind, ne? Und also wir haben hier nicht mal ein Angebot abgegeben, wir wussten nicht mal, dass hier Arbeiten gemacht werden sollen. Haben also auch dementsprechend auch kein Angebot drauf abgegeben, wurden da nicht mal für angefragt oder angerufen. Frage ich mich mal, warum nicht? Ne? Also es geht mir direkt in meinem Hinterkopf so, Alter, Kunde von uns, hier haben wir schon mal ein Angebot abgegeben. Wieso? Der Dritte im Bunde kennt uns nicht, fragt nicht mal nach dem Angebot oder so. Ne? Finde ich echt schon immer irgendwie merkwürdig. Boah, das ist sowas, macht mir Gedanken, sowas setzt mir halt zu. Ne? Tina sagt immer, ja, gibt dir immer noch andere. Ja, klar gibt es auch noch andere. Aber
Ich wette, dass das wieder ein Galabauer war oder so. Das war kein reiner Baum-Heini. Das heißt, dass der mir ja tendenziell, Galabauer, im Sommer Pflasterungen, Gartenteiche, Rasenanlagen, Heckenschneiden und so, mir im Winter quasi wieder in meine Suppe gespuckt hat. Ne? Bin echt am Überlegen, ob ich mir einfach mal 2, 3 arbeitslose Gartenbauer einstelle und dann im Sommer auch einfach Gartenbauarbeiten wieder anbiete, wie wir es bis 2015 gemacht haben. Weil die halten sich ja auch nicht quasi an territoriale Abmachungen. Also warum soll ich das tun? So, der vordere Teil war einfach. Hier seht ihr schon Zaunpfähle, genau. Hier ist nämlich überall dann doch schon der Zaun mit durchgewachsen. Hier seht ihr das. Hier ist überall der Zaun schon mit durch. Wussten wir nicht. Ist auch nicht schlimm. Da kommt unser Container. Der dreht einmal um, stellt uns den Container da vorne hin. Wir sind schon, ihr wisst ja, es gehen gut 10 Kubikmeter in den Twin Trailer rein, der ist schon gut angeladen. 11,3 gehen in den anderen rein. Ist also schon einigermaßen voll. Ja gut, man muss halt zwischen die Einfahrten stellen. Kommst du denn mit dem Skizzi hier dann nachher noch lang? Zum Zaun reindrücken? Ja. Ja, dann legen wir gleich die Müllsäcke nur noch einmal weg. Ja. Top. Nur nicht vor die Einfahrt. Ja. Ja, aber in den Container kriegen wir es. Gut rein von der Höhe her, das ist top. Ja. Zur Not, wir haben zwar keine Rampen mit, aber kannst auch so von hinten reinfahren. Kannst du eigentlich auch keinen gebrauchten Containerabroller kaufen, weil die alle. Perfekt. So. Genau, Stelle an Container. Top. Immer sagt, warum Kette und kein Radantrieb? Hier stehen überall die Wurzeln hoch, hier eben auch, und da ballert selbst über solche spitzen Wurzeln die Kette so drüber. Wenn ihr das mit dem, genau, in der Mitte waren auch welche, der Tinerschein ist zu Brei gefahren, wenn ihr das mit dem Radfahrzeug macht und auch noch Gewicht vorne drin habt, garantiere ich euch, platzen euch die Räder. Deswegen Kette. Warum setzen wir den Wehrmäher hier ein? Ich hatte gesagt, der Zaun ist eingewachsen, man reißt diese Sachen von Hand nicht raus. Das heißt, ich schneide ab, Tina grapscht mit dem Wehrmäher rein, zieht die raus und fährt die dann hin, dass die Jungs die häckseln können. Na, aber wie gesagt, diese Mini-Dinger ziehst du von Hand schon fast nicht raus, geschweige denn dann, wenn der ganz durchgewachsen ist. Tina, dein Auftritt?
Also wie gesagt, mit Rädern rumpelt ihr nicht. Klar fahren wir das hier ein bisschen kaputt. Ne? Aber über die Wurzeln rumpelt ihr, wie gesagt, mit dem Radfahrzeug nicht drüber, ohne euch die Räder zu ruinieren. Ist so. Darum Kette. Kette fährt überall drüber und durch. Ob das Bauschutt ist, ob das Glas ist, ob das Nägel sind, ist der Kette scheißegal. Und wie gesagt, dadurch, dass ihr eben keine Knicklenkung habt, verändert ihr auch nicht den Stellwinkel vom Fahrzeug, ne? Also den Schwerpunkt vom Fahrzeug. Bei einem Knicklenker mit hoch erhobener Last verändert ihr beim Einknicken den Schwerpunkt, bei einer Kette nicht. Und wie gesagt, über Hindernisse rumpelt der so rüber. Deswegen sind Panzer übrigens auf Kette und selten auf Rädern. Zumindest richtige Panzer, nicht diese Spielzeuge. Tina schmeißt die erste Fuhre in den Container von dem Draht Tuya Flecht. Ja, das funktioniert super, ne? Und wie gesagt, beim großen Container kannst du zur Not von hinten reinfahren. Von hinten reinfahren kann auch ganz lustig sein. Das halten wir mal fest. So, hier ist dieses Draht-Mist-Müll-Gemisch. Das kommt, wie gesagt, in den Container. Entsorgt unser örtlicher Entsorger für uns. War ganz schön Rumtelefoniererei, jemanden zu finden, der das Zeug nimmt. Und ja, kann man ja lackieren. Kann man ja lackieren, genau. So, und ich kann heute jetzt zum ersten Mal meine Akkuflex ausprobieren. Nicht für den Hacker, ich habe die eigentlich, um die Hackermesser zu schleifen. Nicht für den Hacker, sondern für das Soundtor. Das schneiden wir nämlich raus, dann kann der Alfred das vielleicht nochmal wieder benutzen. Wenn er das nicht will, will ich das haben. Ha, Markus ist schon hier. Wieder geil riechen. Nee, alles gut. Genau. So. Und ich guck jetzt mal, wo haben wir. Ist drauf. Ränge-Dänge-Dänge. Erste Benutzung. Tina hat ihre zweite Fuhre Scheißmüll daraus geholt. Ach so, rupst die Wurzeln direkt mit raus, oder wie? Aus Versehen, hätte ich jetzt auch gesagt. Immer wenn jemand was kaputt macht, sagt er, das war ja auch nicht mit Absicht. Nee, das wäre ja auch noch schöner, wenn das alle mit Absicht macht. So, ich mache jetzt mit Absicht was kaputt. Ich soll die Bolzen abschneiden? So, Tina versucht jetzt einmal, wir haben das Tor freigeschnitten mit meiner tollen neuen Akkuflex. Vielen lieben Dank für mein Weihnachtsgeschenk. Und jetzt greift Tina am besten einmal da in die Ecke rein, wa? Und dann ziehst du mal kräftig an diesem Efeu-Monster. Ja. Ja, zieh noch mal hier am Anfang, ob du... Ja, vor allem ohne und wieder über die Wurzeln, ne? Mach das mit dem Radfahrzeug. Lass dran den Scheiß, Tina. Also drück mir so in den Container, da will ich mich nicht mit aufhalten. So, und jetzt vorsichtig raus, ne? Weil du kommst hier gleich wieder über die Wurzeln. Abkneifen, ja. Jetzt wäre das schön, wenn man irgendwas hätte, wo man alles auf einmal mitschneiden kann, ne? Dann können wir so Bündel machen. Ja, und meinst du den Efeu kriegst dann abgerissen? Dann versuche ich das. Ich geb dir. So, wir knirschen gerade den Efeu mit dem Zaun in den Container. Ein bisschen Luft ist sogar noch.
Ne, ihr seht, da sind die Zaunpfosten und das Zaungeflecht und alles so. Das ist übrigens Sondermüll, ne? Also die Entsorgung ist echt nicht ganz billig. Früher hätte man das einfach auf einen großen Haufen geschmissen, hätte das angezündet, hätte dann den Draht wieder rausgesucht aus der Asche und hätte ihn noch zum Schrottheini gebracht, dann hätte er Geld für gekriegt. Heute muss man sowas als Sondermüll teuer entsorgen. Tina drückt das mit der Klaue vom Fairmeer ein bisschen zusammen. Wir zahlen zwar nach Tonne, also deswegen drücken wir es nicht zusammen, aber wir müssen wahrscheinlich da noch ein bisschen was drauf stapeln. Und die müssen es ja abfahren können, die müssen es ihr Netz drüber kriegen, deswegen drückt sie das schön zusammen. Wir haben hier natürlich ziemlich jetzt Spuren hinterlassen, also hier liegt überall, also wir müssen nachher einmal zwischendurch pusten, weil wir ja gleich nicht mehr zu dem Container müssen, müssen wir dann einmal pusten. Der Twin Trailer ist, ich würde sagen, mittlerweile gut angeladen. Uppala, werfen wir mal einen Blick drauf. Joa, das geht. Der ist dreiviertel voll. Eine Bracke ist noch frei. Ja, das ist... Oh, hier liegen noch ein paar Pakete, sehe ich gerade. Wa? Du musst noch ein bisschen was wegbringen. Moin. Moin. Also Tina muss hier noch mal so ein paar Pakete wegbringen. Ne? So, also ein bisschen was liegt hier noch. Dann ist der Container, denke ich, ziemlich voll. Aber ihr seht, sie kann das mit dem Fairmeer mit der Klaue so zusammendrücken, so zusammenquetschen. Jetzt ist hier noch eine Reihe Hecke, das hatte ich ja gesagt, die ist hinter dem Zaun. Die können wir jetzt aber fällen wie eine normale Hecke. Ne? Jetzt, wo der Zaun davor weg ist, können wir die fällen wie eine normale Hecke. Wie fängt man ein Pudelmützen-Nashorn? Ne? Man gräbt eine Grube, lockt das Pudelmützen-Nashorn da rein und dann nimmt man ihm die Pudelmütze weg in der Grube und dann kann man es jagen wie ein normales Nashorn. Ne? Und das können wir jetzt auch. Wir haben jetzt den Zaun davor weg, jetzt können wir sie fällen wie eine normale Hecke. Und dann geht es hier drinnen weiter. Ne? Wie ihr seht, hier ist noch ein bisschen was. Hier ist noch ein bisschen was. Der Pool, naja gut, der ist ein bisschen im Weg. ich glaube tatsächlich, dass sogar der Brabbel hier mit weg soll. Ich weiß es aber nicht mehr ganz sicher. Ich meine, dass bis zur Garage alles weg soll, genau. Also das Stück hier über Eck, das ist gleich kein Problem. Und die Hecke hier ist eben auch kein Problem. Ja, genau, ja, weil dann kann ich eine Zeitraffer filmen, wie wir den ganzen Scheiß einmal abschneiden und mit dem Wehrmeer in den Hacker stopfen. Weil jetzt können wir die ja fällen wie eine normale Hecke. Ohne Zaun. Soll ich hinten anfangen? Ja, ne? Dann, sonst musst du ja immer über die vorderen drüber fahren. Okay. Bisschen raus, Vorsicht. Nicht so dicht an die Maschine laufen. Ja, das muss noch einmal weg. So, darf ich dann die Kamera da jetzt gleich festmachen? Ja, ne? Damit unsere Zuschauer auch was davon haben. So. So, wo mache ich die jetzt fest? Hier? Kein Wunder, dass der Hacker quietscht, weil nämlich der ganze Dreck hier wieder oben durchgekommen ist. Hier durch das Loch kommt ja immer hier der ganze Rotz und verhakt sich in den Rollen. Und die eine Rolle ist nämlich schon die ganze Zeit stehen geblieben. Deswegen wussten wir, dass es für uns wieder der Zeitpunkt hier, den ganzen Müll hier rauszuwühlen. Der kommt immer hier oben durch das Loch, kommt er immer und sammelt sich hier. Und dann können sich die Rollen nicht mehr drehen. Ne? Das ist verständlich, das seht ihr. Da bewegt sich dann nichts mehr. Ne? Und wenn sich das die ganze Zeit, wie ihr seht, mit um die Rollen wickelt, dann gibt das Quietschgeräusche und dann bleiben die Rollen eben stehen. Und das ist alles Thuja-Mist. Also wir hatten das vorher sauber, aber hier, wie ihr seht, das ist alles Thuja. Das ist alles von heute, das ist alles von jetzt. Tina fummelt das da jetzt mal raus und dann sollte der Hacker wieder ohne Quietschen und ohne Rollen stehen bleiben laufen. Ist eben konstruktionsbedingt, ne? Durch das Loch hier. Wenn ihr euch wundert, warum das Blechvorfach 2 weg ist, das mit dem Blech hat super funktioniert. Hat mich schon wieder aufgeregt, dass ich es abgeschraubt habe.
Aber wir hatten neulich, dass sich ja dieses Stück Erle da drin verklemmt hatte. Da mussten wir das Blech abnehmen, damit wir da wieder rankommen. Ne? Aber ich werde definitiv wieder ein Blech vorbauen. Und dann werde ich das aber hier hinten, diese Tasche, zubauen. Und ich werde die mit so einer Rundung zubauen, dass die so wie hier nicht viel Abstand von der Rolle hat, damit die dann den Dreck, der sich hier hinten immer sammelt, damit die den immer wieder direkt mit raus transportiert. Aber das braucht eben ein bisschen Zeit, ne? Da muss ich ganz viel messen und ganz viel ausprobieren und so. Und deswegen ist das jetzt so auf der Schnelle nicht wieder machbar, deswegen habe ich das Blech nicht wieder vorgebaut. Aber das mit dem Blech ist top, ne? Weil das leitet hier schön ab, das schließt diese Lücke und dann hat man eben nicht immer alles hier so im Fach 2. Im Moment haben wir beim Hacken wieder ganz viel und ganz oft Fach 2, so nennen wir das da ja an der Seite. Naja, und wie gesagt, jetzt müssen wir im Eimer hier sauber machen. Schade. Jo. Und dann, wie gesagt, sollte der Acker gleich wieder einwandfrei laufen, hoffentlich. Ja, da hängt was zwischen. Ja, deswegen bleibt die Rolle stehen wahrscheinlich, oder? Scheiße. Nee, dann bleibt die Rolle nicht stehen, aber die hängt da halt in diesem Ding zwischen. Zwischen dem Blech. Kannst du das von unten greifen? Nee, Kopf da anders. Ist hinter der Rolle, deswegen kann man das von unten nicht greifen. Ist hinter der Rolle. Nee, ist hinter diesem Ableitblech. Mhm. Kannst du von da das ziehen, das da? Ja, das kann ich versuchen so zu ziehen. Aber da kommt nichts. Der kommt. Oh, ja, ich zieh die Rolle nach vorne, oder drückst du die gerade? Alter, das geht hier nicht weg. In diese Richtung nochmal. Warte mal, ich versuche nach oben. Nee, hab gerissen, scheiße. Ja, super. Das war nicht clever. Nee. Hast es? Ja, siehst du, guck. Ja, gut. Jo, wir sind, denke ich, ein gutes Stück hin. Wir haben jetzt hinten da bis über Eck alles weg. Jetzt müssen wir einmal die Baustelle zwischensäubern, weil sonst rappeln wir uns den Dreck nämlich immer weiter nach vorne. Der Container ist ziemlich voll mit diesem Drahtgeflecht, also viel mehr geht in den Container nicht rein. Und jetzt ist nur diese Efeuwand. Unter dieser Efeuwand sind abgebrochene Tannen. Übrigens, da vorne steht unser Frühstück, ne? Vielen lieben Dank an Alfred. Hat hier lecker Kaffee, Mettbrötchen, Käsebrötchen und satt und schmutzig, ne? Also wir haben schon eine Pause gemacht. Jeder hat sich richtig den Magen vollgehauen und das Tablett ist immer noch halb voll. Also hat für eine ganze Kompanie alle Brötchen geschmiert. Und jetzt geht es noch einmal um diese Efeuwand. Da sind lauter kleine Tannen drunter, die sind abgebrochen, ineinander gefallen. Da versuchen wir hier, wir müssen hier einmal gleich wahrscheinlich sogar schon fräsen. Und dann arbeiten wir hier uns nämlich in den Schneiser rein, dass der Färmer das greifen kann und rausfährt und dann nach vorne fährt. Und dann. Aber ich vermute, dass Tina hier die Wurzeln einmal wegfräsen muss oder so. Oder ein paar Mal rüberrumpeln muss, dass die dann abgebrochen sind. Das war eben zweite Reihe, ne? Da einmal Reihe, hier eine Reihe. Und dann fräsen wir ja hier alles sauber und dann setzt Stefan hier Doppelstab, Mattenzaun. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Das ist nur tatsächlich noch mal ein bisschen Arbeit. Ne? Das ist nicht mal eben so gemacht. Auch nicht mit der Maschine. Ja, genau, weil wir ja auch nicht genau wissen, wie viele Tannen, was für Tannen, ob wir das alles durch den Hacker kriegen. Da sind auch noch so Stangen drin. Die Stangen müssen wir natürlich vorher raussuchen. Die können wir natürlich nicht in den Hacker stecken. Dann ist da direkt alles Fratze. So. Gut, also ihr seht, wir sind fleißig dabei. Es geht aber auch, ne? Also wir machen uns jetzt nicht tot. Wie spät ist es überhaupt? Ist gleich Mittag, ne? Ja, 11:30. Zwiebelmaul? Naja. Ja gut.
So, vorne ist gefräst, wie ihr seht. Das ist alles ein Modder. Wir müssen also vorsichtig uns nach hinten durcharbeiten. Einmal hat die Fräse festgesessen, hat der Wärme aber rausgezogen. Hier vorsichtig mit der Glasflasche. So. Aufpassen, dass uns die Reifen kaputt fahren hier. Der Scheiß muss doch so. Das ist natürlich ein Hacker. Also, wir versuchen das vorne alles noch ein bisschen gerade zu machen. Tina fräst jetzt die Spur nach hinten durch. Ein bisschen was noch zu häckseln da. Und wieder hat sich mein Weihnachtsgeschenk als sehr effektiv erwiesen. So, die Baustelle liegt in den letzten Zügen. Wir müssen hier die Erde und Mutsche, die wir hier verteilt haben, ein bisschen pusten. Da ist Markus gerade bei. Ihr seht, der Boden ist extrem nass. Hier, das müssen wir auch alles noch ein bisschen sauber machen. Tina macht gerade die Ketten oder hat gerade die Ketten vom Wärmer oder ist hier immer noch auf der Seite dabei, den Modder wieder aus den Ketten vom Wärmer rauszuwühlen. Damit, wenn wir da gleich hinfahren und den aufladen, nicht wieder noch mehr auf der Straße liegt. Und dann müssten wir eigentlich eben mit dem Schlauch hier einmal den Weg sauber spülen. Wenn Alfred einen Schlauch hat, dann müssen wir einmal, sonst müssen wir für Regen beten, ne? Sonst muss das einfach heute Nacht mal richtig 40 Liter gallern. Dann ist das auch alles weggespült. Aber wie gesagt, Markus pustet hier jetzt schon von vorne nach hinten die Wege sauber und die Straße. Dann laden wir den Wärmer auf. Dann machen wir da nochmal, wo die Kegel jetzt stehen, sauber, weil da ein Nissan im Moment ist. Geht das nicht besser? Dann fegen wir hier nochmal alles und scheppen das noch bei mir mit aufs Auto. Und dann fahre ich zum Grünabfallentsorger und kipp die Bude leer, weil da ist echt nur Schnötte und Rotze drauf. Könnt ihr euch mal angucken, da das hat mit Hackschnitzel nichts zu tun. Das ist so einfach, wie wenn du in ein Taschentuch rotzt. So, aber ist fertig, ne? Ist fertig. Die Nachbarin kam gerade raus, sagte, boah, 6 Stunden hier, alles sauber, alles schön. Und morgen Abend steht der Zaun. Ich so, ja, morgen Abend hat unser Zaunbauer Stefan hat den Zaun gesetzt. Ja, das geht ja viel schnell. Hier haben die viel länger rumgemacht. Ich sag, ja. Ich sag, wie haben die denn den Mammut gefällt? Ja, die Äste haben die Stück für Stück klein geschnitten. Ich sag, siehst du, wir hätten das mit einer Speedline gemacht. Zack, alle bis vor den Hacker. Dann hätten die auch alle gleich in die richtige Richtung gelegen. Dann ist so ein Mammutbaum in 2 Stunden maximal Geschichte. Aber wenn man die Äste alle klein schneidet und fallen lässt und dann in den Hacker schiebt. Und wenn ich mir die Hackschnitzel so angucke, dann war das auch ein Hacker. Da ist ja nur Grütze rausgekommen. Ne? Also das kann kein wirklich großer Hacker gewesen sein. Das ist ja alles Pulver. Oder die Messer waren scheiße stumpf. So, ein letztes Mal noch über die... Moin! Ein letztes Mal noch über die Baustelle. Wir haben hier, wie man sieht, alles sauber gepustet. Es ist so ein leichter schwarzer Modderfilm noch zu sehen, klar, weil die Erde klatschnass war. Jetzt kriegen wir noch einmal Kaffee und Brötchen vom lieben Alfred. Und dann kommt morgen der Stefan und knallt den Zaun hier rein. Alter, es wird geil, ne? Also das Grundstück hat, ich würde mal sagen, 15.000 Euro locker mal an Wert gewonnen. Locker, also das Haus ist direkt, wenn es vorher 100.000 wert war, ist es jetzt 120.000 wert. Die Fassade wird es danken, weil die wird jetzt endlich mal trocken. Ja, die Karawane, hätte ich fast gesagt, ne? Der Konvoi steht schon wieder abfahrtbereit, mehr oder weniger. Und wenn wir dann gleich, ich lasse die Kegel hier, weil der Container wird leider erst Montag abgeholt. Das ist Sondermüll, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Ist nicht so ganz billig, das zu entsorgen. Liegt zum Glück nicht viel drauf. Ne? Also vom Gewicht her ist das ist nicht viel. Lass das eine halbe Tonne sein oder so. Ne? Oder meinetwegen eine Tonne. Also gut, vielleicht verschätze ich mich auch total. Aber ich würde sagen, dass das eigentlich... Ja gut, es sind Betonfüße an den Pfosten dran. Und es hat alles der Wärme reingehoben. Also so richtig... Vielleicht sind es auch 2 Tonnen. Aber eigentlich kann es nicht so... Das Schwerste an dem Ding ist der Container, der wiegt 3,5. Wobei ich glaube, so ein halber Container hat gar nicht so viel. Ne? Lass den auch nochmal 2 Tonnen haben. Gut. Ja, also hier ist eigentlich alles soweit wieder, so gut es unter den Umständen für diese Modderei geht, ist es so gut es geht, sauber. Ne? Ich hoffe, das lasst ihr mir durchgehen. Wie gesagt, die nächste Alternative wäre jetzt mit einem Schlauch einmal alles abspülen. Das wäre die nächste Alternative. Aber sonst, ich finde, für die Umstände geht es. Ja, 6 Stunden Arbeit. Cool, cool. Erledigt. Wie gesagt, Kaffee, Brötchen, Abflug. Dann müssen wir noch ein bisschen was ausdrucken für die Anwohner für übermorgen. Dann müssen wir noch heute Abend die Briefe verteilen, dass übermorgen deren Straße zu ist. Und dass bitte alle ihre Autos vorher rausfahren, weil wenn da nämlich morgens der Kran anrückt, dann ist die Straße zu. Der klappt nicht wieder ein. So, hier nochmal die Reste aufladen und dann Tschikitoski Feierabend. So, wir rollen jetzt gleich wieder los. Kaffee und Kuchen sind auf, hätte ich bald gesagt. Also Kaffee und Brötchen gab es ja. Ganz lecker. Haben uns noch ein bisschen mit dem Alfred unterhalten.
Tina muss sich gleich noch einen Titel fürs Video überlegen, sonst heißt das Video nämlich gleich Baumpflege Mertens. Weil ja, das Video hat noch gar keinen Titel, was gleich online geht heute. Gleichzeitig muss Tina aber auch noch die Nachrichten für die Leute gleich Eichen. Da ist das da hinten nochmal. Eichenkamp, Eichen, ist auch egal. Ausdrucken. Weil wir ja die gleich noch rumbringen müssen. Das heißt, wir fahren jetzt gleich hier die Schlotze vom Auto kippen. Und Tina fährt in der Zeit nach Hause, druckt die Benachrichtigungen aus und dann jagen wir gleich wieder mit allen Autos los und am Eichenwall, genau so heißt es. Und verteilen die Benachrichtigungen, dass die Leute, also es wird noch ein langer Tag heute, dann kommt Hauke ja heute noch, ne, weil dann ja morgen und übermorgen sind wir ja mit dem Doktor unterwegs und dann wird Bäume geschlachtet. 30 große Pappeln und eine ziemlich große Eiche und eine etwas kleinere Eiche. So ist der Plan ist gut und das wird gerockt hier. Und dann ist auch schon fast Saisonende. Ein Glück. Obwohl es geht bis Ende März eigentlich Schlag auf Schlag weiter, weil wir haben dann echt noch, wir haben jetzt tatsächlich ja die letzten 3-4 Wochen einiges angenommen, was so zügig und schnell und sauber abgearbeitet werden muss. Und bei ein paar anderen Baustellen weiß ich, dass wir schon hinterher hängen und die Leute erkundigen sich auch schon, aber wir sind eben eine kleine Firma. Wir sind zwar schon echt scheiße schlagkräftig, aber auch uns hat das Wetter so ein bisschen gebeutelt. Also ich überlege mir jetzt noch ganz schnell einen Titel fürs Video, den kann Tina dann gleich einfügen. Ihr genießt dann hoffentlich das Video und wir haben dann noch ein bisschen was zu tun heute. Zwar nur noch quasi administratorische Tätigkeiten, aber bisschen was ist noch auf dem Zettel. Wenn ihr das Grundstück sehen wollt, wenn der Stefan den Zaun gesetzt hat, haut mir das in die Kommentare rein, dann fahre ich nochmal beim Alfred Lang auf dem Sonntag, wenn wir Besichtigung machen und dann zeige ich euch, wie das alles fertig aussieht. Einfach in die Kommentare rein. Ansonsten kennt ihr das, dreimal die Woche kommen interessante Videos von uns aus unserem Leben, wie unser Leben ist. Ne? Von Bäumefällen über Jagd, über keine Ahnung, Kalendershootings, Maschinentesten, Messebesuche gibt es im Moment ja nicht, sonst früher gab es ja auch Videos von Messebesuchen. Das muss im Moment gerade ein bisschen kürzer treten, aber auch das wird es hoffentlich irgendwann wieder geben. Und von daher denke ich, bleibt unser Kanal interessant und abwechslungsreich für euch. So, auf dem Platz angekommen. Bennett! Da hätte ich fast noch einen Twin-Triller gestanden. So. Taka, 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 taka. Jetzt geht das Tetris wieder los. Fräse abladen, Wärme abladen, Absperrzeug verstauen etc. pp. Es wäre aber cool, wenn die mich eben einmal den Hacker loswerden lassen würden, weil dann, ich muss ja jetzt noch beim Grünabfallentsorger kippen. Und letztes Mal war ich um, hatten wir angerufen, ne? Wir fahren jetzt von der Baustelle los, wir kippen gleich bei euch. Komme ich da an, Tor zu. Die haben offiziell bis 5 Uhr auf. Es war 20 vor 5, es war zu. Das war doof, weil da konnte ich die Fuhre nicht mehr loswerden. Da musste ich dann beim lieben Eiko kippen. Der hat das genommen. Sonst wäre ich das nicht losgeworden. Hätte ich nächsten Morgen nicht arbeiten können. Ne? Beziehungsweise ich nächsten Morgen dann erst beim Grünentsorger vorbeifahren müssen. Und wäre dann später auf die Baustelle gekommen. Was doof gewesen wäre. Da sieht man wieder den Nachteil, wenn man keinen eigenen Platz hat, auf dem man so eine Scheiße lassen kann. Ne? Naja, gut, also wir jetzt hier fix abladen, damit ich zum Grünentsorger kann. So, wir haben hier die Post hier für die Anwohner von der Albert-Schweitzer Straße. Das ist die Straße, die wir morgen zumachen. Übermorgen, genau. Das verteilen wir jetzt heute Abend noch, damit die morgen das lesen, damit die Bescheid wissen, dass sie übermorgen nicht aus ihrer Auffahrt kommen. Ich betone nochmal, man müsste das nicht. Wir machen das aber, dass wir jeden Anwohner informieren. Jeder Anwohner kriegt so ein Schreiben in den Postkasten und dann wissen die Bescheid. Hoffentlich. So, wir biegen jetzt in die berühmte Straße ein. Hier, das ist ja auch quasi unsere Hut. Das wisst ihr ja von den Videos. Hier haben wir schon öfter gearbeitet. Der Bennett hat sogar schon hier mit uns gearbeitet, wo wir die Bühne versenkt haben. Das ist hier die berühmte Straße, die Albert-Schweitzer Straße. Die wird morgen zu sein für den Publikumsverkehr, hätte ich fast gesagt. Übermorgen. Wie komme ich eigentlich immer auf morgen? Alter, ich bin so durcheinander mit den Tagen, ne? Ich bin einfach mal durcheinander mit den Tagen. Also die wird übermorgen, sprich Samstag, zu sein. Es geht um, können die Booster hier gar nicht sehen, ne? Die kommt da hinten irgendwo, die Eiche. Stehe ich, ne?
Genau, hinter dieser Buchenhecke, da wo der Bauzaun steht und auf diesem Grundstück, wo der Bauzaun steht, da wird morgen Ulfarts eine Bongossi-Plattenstraße reinbauen und die große Eiche da, die ist es. Und dann hier nochmal die kleine Eiche hier hinter, also verhältnismäßig kleine Eiche daneben. So, hier müssen wir irgendwo dann nachher einen Poller rausnehmen oder Samstag dann einen Poller rausnehmen, damit die Leute hier dann auch wenigstens zur anderen... Genau. Hier ist ein Poller und die beiden nehmen wir raus, dann können die Leute nämlich quasi dieses hier als Flucht- und Notfallweg wenigstens benutzen. So, Bennett, wir beide verteilen jetzt Briefe. Achso, Mama muss die Kindersicherung rausmachen. So, wir verteilen jetzt Briefe. Mama kann filmen, wenn sie will. Muss sie ja dann wahrscheinlich. Also wir fangen jetzt hier tatsächlich an. Ja, genau, das erste Haus ist aber da hinten, ne? So weit wie möglich nach vorne. Nee, ich sag Stopp. Bis auf sind, weil wir sperren ja nicht die ganze Straße, oder? Ich sag Stopp, also wir brauchen gar nicht alle. Wir haben ganz viel Bescherung gehabt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein, zwei Pakete hat Tina schon aufgemacht. Ich fange wahrscheinlich mit den kleinsten eben an. Oder ich fange mit den größten an, damit ich Platz habe. Nee, ich fange mit den kleinsten an. Ganz viel gekommen. Wir sind ganz lange nicht zum Auspacken gekommen. Ihr wisst, wir waren im Saisonendspurt. Bilderdienst Allgäu UG in Kempten hat mir dieses Paket hier geschickt. Na, ich denke eher, dass das jemand da bestellt hat und hergeschickt hat. Okay. Weil das ist irgendwie ein Shop oder irgendwie sowas, aber da... Also du hast mal recherchiert. Nee, ich habe ja reingeguckt, weil ich nicht wusste, was das ist. Ich glaube, da weiß jemand, dass wir Star Wars-Fans sind. Das ist Baby Yoda mit einem sehr guten Spruch. Mir nicht auf den Sack gehen, du sollst. Da fällt mir auch noch ein kleiner Joke ein. Und zwar, dunkel die andere Seite ist. Halt die Klappe, Yoda, und ess deinen Toast. Geiler Becher. Leider kein Zettel drin. Geiler Becher, leider kein Zettel drin. Ich wünschte, ich wüsste, wer mir den geschickt hat, weil Tina wird recht haben. Das wird ein Shop sein. Vielen lieben Dank für die geile Tasse. Da weiß jemand, dass wir Star Wars-Fans sind. Ich muss jetzt aber leider das alles ein bisschen rüberragen. So, das hier hat Tina leider auch schon aufgemacht. Hier ist aber ein Zettel drin. Und zwar steht hier Amazone.de, ein Gruß von Heiko Werner. Das sagt mir was. Auch ein Subscriber von YouTube, der auch mal fleißig kommentiert unter den Videos. Darf gerne gelesen werden. Arne, das Messer mit Licht ist für dich, damit du beim nächsten Stromausfall nicht wieder stürzt. Die Tasse, die Tasse, die kommt also auch vom Heiko Werner. Ah, okay. Die Tasse ist für Tina, vielleicht für einen Tee bei der nervigen Büroarbeit. Liebe Grüße, bleibt gesund, Robby Robbe, 112, Heiko Werner. Hat schon ganz oft was geschickt, jetzt wo ich den Nickname nämlich lese. Stimmt, hat ganz oft schon was geschickt. Heiko Werner, vielen lieben Dank. Jetzt weiß ich ja leider schon, was drin ist, nämlich ein Messer mit Licht, aber trotzdem bin ich gespannt. Camp Buddy heißt das Messer. Ui, das sieht echt gut aus. Auch wieder mit Gurtschneider und... Scheibenpiekser hätte ich fast gesagt. Hier ist die Lampe. Ha, da, jetzt seid ihr geblendet vor so viel. Also es ist tatsächlich ist praktisch, ne? So, wenn man mal irgendwie eine Kleinigkeit wiederfinden muss oder so im Auto, hell, ne? Wenn einem was weggefallen ist, ist ziemlich hell, ne? Das ist bei so LED-Licht ist das schon geil. Früher, ne, wenn man jetzt überlegt, wir waren ja damals alle scharf auf eine Maglite, ne? Und wir wollten ja all die große Maglite haben, ne? Und wenn man ehrlich ist, Maglite, im Verhältnis zu dem, was heute LED-Licht kann, ist Maglite ein Witz, ne? Ja, geiles Messer, echt praktisch. Und wie gesagt, vor allem auch wieder als Werkzeug nutzbar mit Gurtschneider und Scheibendorn und eben auch mit Licht, damit ich nicht wieder die Treppe runterfall. Ich war übrigens tatsächlich nicht betrunken beim Hauke, sondern es war tatsächlich Stromausfall, ne? Einige haben schon geschrieben, ja, hast die Lampen ausgehabt, weil ihr das Wildschwein besoffen habt. Nee, haben wir natürlich nicht.
Bin tatsächlich wegen Stromausfall die Treppe runter. Vielen lieben Dank. Weiter geht's. So, womit machen wir weiter? Das hier ist noch relativ von der Größe überschaubar. Markus Kretschmer, auch der ist ein bekannter... Der hat den Ledergürtel gemacht. Subscriber, genau. Der hat den tollen Ledergürtel gemacht für Tina, den Tina leider eher zu schade findet zum Anziehen beim Wurzelfräsen. Aber ist eben sehr schöner Ledergürtel mit Namensprägung, habe ich auch mal in dem Video gezeigt. Und der hat jetzt nochmal ein Paket geschickt. Lieber Markus, vielen lieben Dank. Tada! Ist auf jeden Fall schon mal sehr gut verpackt. Was ich kann. Da. Dann gehe ich davon aus, dass da was Zerbrechliches drin ist. Markus, ist da ein Brief drin? Warte mal, hier habe ich schon mal was gefunden. Das habe ich schon mal geschickt. Das ist dieser Löwenzahnsirup. Das ist dieser Sirup, schätze ich auch mal, genau. Ich werfe das auch noch rüber hier, das Papier, wenn das hilft. Ah, was? Ich werfe das Papier einfach rüber, wenn das hilft. Noch mehr? Ich versuche das alles vorsichtig zu machen. Leider kein Brief. Warum kein Brief, lieber Markus? Oder bin ich nur zu doof, den zu finden? Nee, kein Brief. Schade. Aber vielleicht ist hier noch einer drin. Geil. Und hier ist auch der Brief. Aber was da noch drin ist, zeige ich euch gleich erst. Handgeschrieben. Hallo Arne und Tina. Da die Zeiten momentan sehr schwer sind und euch damals der Gurt für die Fernbedienung so gefallen hat, habe ich aus dem kleinen Rest Leder noch etwas für euch und eure Lieben gemacht, in der Hoffnung, euch eine kleine Freude zu machen, die und ihr es gebrauchen könnt. Für Tina auch noch ein Glas Löwenzahnsirup, richtig, für ihren Husten aus eigener Herstellung. Natürlich soll Arne auch etwas abbekommen. Liebe Grüße aus Paderborn, Markus und Susi. Alter, der Markus, der sollte sich nebenberuflich mit sowas selbstständig machen. Weil wenn ich euch das jetzt gleich zeige, dann flippt ihr aus. Also erstmal wird sich der Markus über seinen neuen Schlüsselanhänger mit Sicherheit riesig freuen. Aber, und Oma natürlich auch, ich mich sowieso. An Tina ist auch gedacht worden. Scheiße, jetzt hätte ich es fast verraten. Ah, das nochmal wieder rein. An Tina ist auch gedacht worden. An Opa ist gedacht worden. Aber jetzt kommt der Hammer. Nissan. Bühne. Torhustede. Ruby. Torplatz. Und LKW. Alter, ist das geil. Custom made Schlüsselanhänger. Und eben auch für unsere Fernbedienung. Ey, das ist doch Porno, oder? Und guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Da muss der Mann doch ein Geschäft draus machen, oder nicht? Hä? Also ich würde es kaufen. Ich würde es kaufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Haut mir das in die Kommentare. Vielleicht liest der Markus das und nimmt Kontakt mit euch auf oder so. Ich würde da ein Geschäft draus machen. Ich finde das geil. Alter, ich finde die Dinger richtig geil. Der Gürtel war ja schon cool. Aber das hier ist... Das ist nochmal... Fett. Vielen lieben Dank. Hammer. Ich pack das da vorsichtig mit rein. Du musst hier das mir gleich alles so ein bisschen sortieren. Krasser Scheiß. Was wieder zeigt, wir haben die besten geil, ne? Subscriber der Welt. Alter, Leder riecht immer geil. So, das hier ist vom lieben Ralf Lange. Der Ralf Lange hat gesehen, dass bei meinem Vario ja der Schlauch kaputt ist und so. Dann hat er nach Fotos gefragt, dann habe ich ihm Fotos geschickt. Und dann hat er gesagt, du pass mal auf, ich glaube, ich habe die Lösung für dich. Und die Lösung soll hier in dem Paket sein. Übrigens haben wir mit Paketen in letzter Zeit Riesenprobleme. Ihr wisst, eigentlich wegen Corona dürfen die Postboten die Pakete vor die Tür legen, ohne sich eine Unterschrift zu holen.
Jetzt sind aber wahrscheinlich, also wir haben hier letztens uns mit einem von der Post angelegt, der klingelte hier abends, wollte schon wieder wegfahren. Da ich zu ihm, dass Tina raus sagte, wieso legst du das Paket hier nicht hin? Ja, ihr habt ja keinen Namen an der Tür. Ich weiß ja gar nicht, ob hier Mertens wohnen. Also erstens haben wir eine Hausnummer, die ist für jeden Idioten lesbar. Steht nämlich riesig groß eine 26 drauf und die wird auch auf den Paketen stehen. Und für den Fall, dass tatsächlich keine Hausnummer auf den Paketen steht, sondern nur Name, da steht ein riesen Firmenschild vorne. Da steht alles drauf, was wir machen und mein Name und die Homepage. Also da steht riesig groß vorne neben meiner Eingangstür, direkt vorne, wo der Postbote auch den Briefkasten hat, direkt 3 Meter hinterm Briefkasten ist, 2 Meter mal 1 Meter Firmenschild. Da steht unser Name drauf. Dann steht da immer und auch den Abend stand da mein LKW. Da steht auch nochmal riesig unser Name drauf. Mertens. Mit Baumpflege davor. Also wenn Mertens auf dem Paket steht und hier steht ein Auto von Mertens, dann sollte man auch glauben, dass Mertens hier wohnt. Und Ruby steht meistens in der Garage, oft in der Garage oder stand da den Abend eben auch. Also standen 2 Autos. Daraufhin angesprochen, dass da ja die Autos auf der Auffahrt stehen, wo ganz groß Mertens draufsteht, hat der Postbote gesagt, naja, das können ja auch Firmenwagen sein. Tina so, ja, das sind Firmenwagen, weil das ist unsere Firma. Dann hat er gesagt, naja, sie könnten da ja auch beide arbeiten. Und dann Tina gesagt, ja, und das Firmenschild da vorne, was, wo sie 1 Meter neben stehen, das ist dann auch irgendwie aus Werbung für unseren Arbeitgeber da aufgestellt oder so. Also was ein behindertes Argument zu sagen, ja, da steht kein Name am Briefkasten. Er wüsste ja gar nicht, dass hier Mertens wohnen. Warum erzähle ich das? Ganz einfach, weil nämlich jetzt wieder ein Paket zurückgegangen ist, mit der Begründung, haltet euch fest, und das, ich habe ein Foto von dem Paket gesehen, von dem Paketlabel, es war also korrekt adressiert. Ja? Mit der Begründung ist es zurückgegangen, die Adresse würde nicht stimmen. Alter, ich wohne seit 10, oder Adresse nicht auffindbar. Ich wohne seit 10 Jahren hier, auf dem Paket stand die richtige Adresse mit dem richtigen Namen und der richtigen Hausnummer. Und dann schreibt dieser Hermes-Typ da drauf, die Adresse ist nicht auffindbar. Und das Krasse ist, dann geht das an den Paketshop und dann, die dürfen wie gesagt ohne Unterschrift, wir sehen es ja jeden Tag, wir haben die Pakete vor der Tür liegen, wir haben sie über den Zaun geworfen, sie liegen vor dem Zaun, überall schmeißen die einfach die Pakete hin und unterschreiben sich das selbst, ja. Und dann bringen sie es, weil die Adresse nicht auffindbar ist, ja, bringen sie es zum Paketshop zurück. Und dann kannst du es da nur mit Perso abholen und auch nur innerhalb der nächsten 24 Stunden. Sonst geht es nämlich an den Empfänger zurück. Du kriegst aber keine Benachrichtigung. Die schmeißen dir keine Benachrichtigung in den Postkasten, dass sie es zum Paketshop gebracht haben. Da kannst du selber hinterherrennen, wo dein Paket geblieben ist. Die Jungs haben Stress. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber, wie gesagt, jeder Job, also nehmt das nicht als Job. Beruf, in dem Wort steckt das, Beruf steckt Berufung mit drin. Und wenn dein Beruf für dich keine Berufung ist, sondern nur ein Job, dann lass ihn. Weil dann machst du ihn nämlich nicht vernünftig. Und das sieht man ja jeden Tag mit den scheiß Paketdiensten. So. Jetzt hat mich dieser Rotz wieder komplett aus dem Konzept gebracht. Aber ich kann da echt ausflippen. Wirklich. Weil, wie gesagt, steht Riesenfirmenschild vorne dran. Es steht in der Regel immer mindestens ein Auto, wo unser Name dran ist auf dem Hof. Und da ist die Adresse nicht auffindbar ist, wenn der Brief oder das Paket korrekt adressiert ist, Alter, ist der größte Schwachsinn. Und andere kriegen es ja auch geschissen, die uns kennen. Und bringen es dann sogar zu Oma und Opa. Selbst wenn unsere Adresse draufsteht, bringen sie es trotzdem in Patersweg. Ja? Also es ist nicht mehr auszuhalten, wirklich. Also, so. Ralf, vielen lieben Dank für dein Paket. Wir gucken mal, ob alles da ist. So, das sieht aus wie der Reparatursatz für den Schlauch. Er hat mir übrigens auch einen Link zu einem YouTube-Video geschickt, wie man das dann alles einsetzt. Also demnächst seht ihr das dann live bei mir, Reparatur vom Vario. Das ist der Reparatursatz und die Kupplung für den Schlauch. Ralf, wisst ihr selber, Subscriber der ersten Stunde, wirklich der ersten Stunde, der jedes Video kommentiert, jedes Video guckt, ist der helle Wahnsinn. Alter, Quatsch! Quatsch! Neue Spiegel, du. Nagelneue Spiegel, das ist eine Spiegelkappe. Alter, fett! Geld, Alter. Und hier, mit Stecker, das heißt, sie sind beheizbar. Alter! Geiler Scheiß! 2 Stück? Zwei? Ralf, du bist verrückt, ich weiß, was die kosten, deswegen habe ich mir die nie gekauft. Alter, Scheiße! Andere Seite. Wie rum liegen die hier drin?
Alter. Ich habe gedacht, ich kriege hier nur ein Reparatur. Nur ist gut, ne? Das soll jetzt nicht abwertend sein, aber er hatte mich gefragt wegen meinen Scheibenwischer nach Fotos. Alter, zwei nagelneue Spiegel. Vor allem, wenn man weiß, der Ralf hat es auch nicht so dicke. Der hat auch schon ein paar Schicksalsschläge im Leben hinter sich. Alter, das ist der Wahnsinn. Ralf, Hammer. Vielen lieben Dank. Mehr kann ich da nicht, also es ist krass. Zwei nickelnagelneue elektrisch verstellbare Spiegel bedeutet, die sind ja jetzt auch beheizt. Alter, wenn mir den wieder einer abfährt, dann werde ich echt ungemütlich. Hab sowieso gerade Hass auf Menschen, dann... Ich kenne Orte, da findet dich keiner wieder. Ne, ihr wisst ja, der Spiegel sind mir ja abgefahren worden. Ne? Einmal in Leer, als ich bei meinem Stielhändler gewartet habe von so einem Polacken-LKW. Und einmal ist mir ja, als wir vom Kletterpark zurückgekommen sind, hat mir ja ein Auto den Spiegel abgefahren. Beide übrigens mit Fahrerflucht. Ist super, ist sowas, ne? Aber da sind wir wieder bei der Mentalität der Menschen, ne? Es leben halt eigentlich nur noch Arschlöcher auf diesem Planeten. Hammer. Außer meine Subscriber, die sind scheinbar alle von einem anderen Schlag Mensch. Geil, also müssen wir unbedingt anbauen, ne? Müssen wir die Tage echt fertig machen. Nächste Woche haben wir ein bisschen Zeit, können wir das Auto waschen, machen wir das fertig, zeige ich auch die Reparatur. Krass, geil, mehr kann ich da nicht zu sagen. Hammer, vielen lieben Dank. Ich mache kurz einen Cut wegen dem 25 Minuten. Mhm. Das ist unangenehm. So, dann haben wir hier noch ein Paket von Walter Wese. Walter hatte uns per E-Mail angeschrieben, hatte das angekündigt, dass dieses Paket kommt. Das heißt, ich weiß, was drin ist. Walter, dein Paket ist auch angekommen. Vielen lieben Dank. Grandios, geiles Paket. Weil da wird sich die Tina freuen. Ich weiß ja, was drin ist. Ich weiß nicht, ob Tina es schon gelesen hat. Aber... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Tada! In Zukunft, lieber Walter, soll ich ja das Abschmieren übernehmen. Natürlich, lieber Walter, schmiere ich Tina gerne ab. Oh, das war ja, der war flach, ne? Der war richtig flach. Der liebe Walter hat eine elektrische Fettpresse geschickt. Ich mach die mal auf. Hätte ich eigentlich schon mal mit meinem neuen Messer machen können. Aber ihr wisst ja, dieses Rescue Tool, das trage ich tatsächlich mittlerweile 24/7. Das ist einfach fest an meinem Gürtel dran. So, dann wollen wir euch die mal nicht vorenthalten. Vom Walter die Fettpresse, damit ich Tina abschmieren kann. Das ist das gute Stück. 18 Volt Akku, Cordless Grease Gun. Ne, ihr wisst ja, wir müssen ja Fräse, Hacker, Kran vom Hacker, Wärmeer. Ja, wir haben vier. Selbst mein Wagen. Vier Handpressen. Dann wir haben vier, genau, wir haben vier von fünf. Diesen. Fünf, einen noch extra wegen der Bühne. Oh ja, die Bühne hat auch eine, genau. Die anderes Fett hat. Die hat das, ja, die Bühne hat tatsächlich anderes Fett wegen dem Teleskoparm, genau. Und so, da gehört anderes Fett rein. Aber die müssen wir natürlich nehmen wir dann für das, wo wir das regelmäßige, ne? Aber wir haben eben diese Pressol-Pressen, die eben auch schon richtig Geld kosten. Wir haben vier von diesen Pressol und eine von diesen doppelt, die ich noch aus meiner Baumaschinenzeit habe. Aber der Karl, der hat auf der Messe mal so eine elektrische gekauft und seitdem sagt er, schmiert er doppelt so gerne ab, weil das ist eben einfach nur noch Knöpfchen drücken und los geht's. Total geil. Das ist ein besonderer Kopf, ne? Der Schlauch wird halt geil lang und so, ne? Ja, ist ein schöner Schlauch, flexibel, schöner Kopf. Vor allem, der wird wahrscheinlich auch richtig klemmen. Deswegen haben wir uns nämlich diese Einhandpressen von Pressol geholt, weil man muss immer diesen Kopf auf den Nippel richtig festhalten, ne? Bei diesen Doppelpressen muss einer immer festhalten, einer abschmieren. Hier kann festhalten, Knöpfchen drücken. Total geil. Lieber Walter, vielen lieben Dank. Das ist auch echt ein geiles Paket, muss man sagen. Hammer. 18 Volt ist auch schon echt. Da geht was. Cool. Schoki sitzt auch schon in deinem Karton. Alter, vor allem praktisch so, ne? Weil das kannst du ja tatsächlich in dem Koffer. Bedienungsanleitung. Männer lesen nie Bedienungsanleitung. Ja, reinlegen, ne? Der ist da. So, und das hier ist ein Paket, das hat mir Sonderkraftstoff 24 geschickt. Da weiß ich noch gar nicht, was drin ist. Sonderkraftstoff 24, sage ich euch ganz ehrlich, würde ganz gerne eine Kooperation mit uns eingehen. Wir sind da auch
nicht unbedingt so ganz abgeneigt. Und zwar sollen wir deren Produkte testen. Warum nicht? Warum nicht? Ganz ehrlich. Ihr wisst dann, ob das was taugt oder nicht. Die haben ein Feedback. Win-win. Oder? Oder? Darf ich das nicht? Findet ihr das nicht gut? Also wenn ich jetzt zum Beispiel deren Kraftstoff, also Motorsägen wird schwierig, weil da sind wir gerade an einem Deal mit Aspen dran, gebe ich euch ganz offen zu. Also da würden wir eigentlich demnächst gerne auf Aspen umsteigen, was unter anderem daran liegt, wir sind ja immer noch mit Echo im engen Kontakt und testen eben ja auch noch die Echo-Produkte. Das läuft alles so ein bisschen im Hintergrund, das zeigen wir euch im Moment nicht so. Das haben wir jetzt erstmal für ein Jahr wieder verlängert. Was ja für euch auch den Vorteil bietet, dass wenn ein neues Echo-Produkt auf den Markt kommt, wir euch ja exklusiv auf diesem Kanal Rabatt darauf geben. Ne? Also wir geben ja ganz oft Rabattcodes raus für Echo-Produkte. Oder eben auch pauschal, weil wir mit dem Kanal, also mit Gartenflixer zusammenarbeiten, oft geben wir euch auch pauschal Rabatt auf alle Echo-Produkte. Das gibt es also auch exklusiv nur hier. Also warum soll ich nicht mit einem anderen Hersteller, vielleicht mit Sonderkraftstoff 24 zum Beispiel, warum soll ich mit denen keine Kooperation eingehen, deren Produkte testen und wenn die gut sind und warum sollen wir euch dann nicht versuchen, mit denen wieder einen Rabattcode auszuhandeln, ne, auf deren Produkte. Zum Beispiel für jeden Subscriber irgendwie, was weiß ich, so und so viel Prozent Rabatt auf ein 200 Liter Fass mit deren Sonderkraftstoff. Also ich finde da nichts Verwerfliches dran. Ich werde ja nicht für die Werbung bezahlt. Ich werde fürs Testen bezahlt. Wir müssen einmal Akku tauschen. Akku ist leer? Ja. Scheiße. Nimmt der dann noch auf? Ja, er nimmt jetzt noch auf. Einen Moment. Angeblich voll. Versuchen Sie mal. Bist wieder live. Hast du neuen Akku drin, ja? Ja, ja. Mhm. Wenn das mit Diesel laufen würde, so eine Kamera, dann wäre auch nicht ständig der Akku leer. Das ist ziemlich laut hier. Also, wie gesagt, warum soll ich auf so Kooperationen? Ich arbeite ja im Hintergrund öfter an solchen Geschichten, eben um euch neue Produkte vorstellen zu können und eben auch mal vergleichen zu können oder so. Ne? Man kann sich ja nicht immer alles kaufen, nur um das mal auszuprobieren. Also ich bin da auf die Hersteller angewiesen, sage ich ganz offen und ehrlich, dass die uns da natürlich auch ein bisschen unterstützen und helfen. Ne? Aktuell sind wir auch mit Fairmelder gerade so ein bisschen am Verhandeln, dass wir eben auch, die haben ja die neue Fräse mit Allrad rausgebracht und so, dass wir euch die vielleicht vorstellen können, dass die vielleicht mal einen Vorführer herbringen. Oder ich würde auch gerne mal einen Vergleich machen, Kettenfräse gegen Radfräse. Ne? Also eine Fräse auf Ketten gegen eine Fräse auf Räder. Das sind aber alles Dinge, da bin ich eben auf die Hersteller angewiesen und das versuchen wir natürlich im Hintergrund, trotz Covid-19. Früher hat man sowas auf Messen geregelt. Ne? Früher bist du auf eine Messe gefahren, hast gesagt, hier, ich bin der Mertens. Ich habe den größten deutschen YouTube-Kanal für Baumpflege und alles rundherum zu. Und ich würde gerne mal das und das Produkt von euch in einem Video vorstellen. Und da hat der Hersteller entweder gesagt, Arschloch, verpiss dich, mache ich nicht, weil du zerreißt es sowieso in der Luft. Oder die haben eben gesagt, hey, da haben wir Interesse dran, wie stellen wir uns das vor, wie können wir das machen, was braucht ihr, etc. pp. Es gibt keine Messen mehr seit 2 Jahren, ergo ist es auch schwierig, an Produkte ranzukommen. Gut, Sonderkraftstoff 24, hat mir diese Überraschungspakete zugeschickt und wir gucken jetzt mal, was drinne ist und was wir damit anfangen können. Eins ist, dieses hier ist ziemlich schwer, und das ist ziemlich leicht. Welches soll ich zuerst noch machen? Ich mach das Schwere zuerst auf. Das ist die Katze, die nämlich hat den Mund am blutig. Verpackt sie die jedenfalls schon immer ganz gut, die Pakete. Aber was sind da drin? Patronen steht da auf jeden Fall. Patronen? Wissen die, dass ich eine Affinität zu Waffen habe? Nee, also dann bräuchte ich schon einen Granatwerfer, um sowas verschießen zu können. Aber haben die sich mit dem Werner abgesprochen? Walter. Mit dem Walter abgesprochen, weil hier ist Fett. Das sind Fettkartuschen. Von Divinol. Litho Grease 2B. Für was ist denn das? Blau eingefärbt, Wasserkorrosionsbestell, Ölbestell, Lithium. Lithium-Komplex-Seitenfett zur Schmierung von mechanisch hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern sowie Radnahmen und Ausrücklagern von Kupplung. Krass. Das ist mal ein fetter Karton. Das sind dann auch Patronen.
Das ist anders. 2B? Das ist gleich. Das ist bestimmt so ein Allround. Das ist so ein Allround-Fett. Für die nächsten 50 Jahre. Alter, da können wir echt eine Weile mit abschmieren, ne? Das sind ja 3 mal 1, 2, 3, 4. Nee, 3 habe ich gerade gezählt. 3 mal 4. 24 Kartuschen Fett. Alter, da kann ich aber Tina eine ganze Weile mit abschmieren. Sind tatsächlich alles dieselben? Ja, sind dieselben. Krass. So, was ist hier drin? Das ist verhältnismäßig leicht. Wo schneide ich denn das auf? Das ist eigenartig verpackt. Ach, das ist ein Karton im Karton, den haben die selber gebaut. Ein Karton im Karton, ja. Auf jeden Fall haben wir schon mal jede Menge neues Verpackungsmaterial für den Shop, wenn er dann wieder online geht. Die haben ihr eigenes Bier, wa? Willi Schüler, ihr Schmierstoffpartner seit 1974. Das ist ein Fass Bier. Öle Lux 24, Inhalt 5 Liter, 5,1%. Also wirst du auch abgeschmiert. Also werde ich auch abgeschmiert, genau. Krasser Scheiß, vielen lieben Dank, da ist aber noch was drin. Eine Sprühdose. Als wäre das so, genau. Lagermeister-Spray, Langzeitfett. Ja, cool. Also können wir demnächst jede Menge abschmieren, fetten, ausprobieren. Wir haben jetzt eine elektrische Presse, wir haben genug Fett und wir haben genug Bier. Sonderkraftstoff 24. Ja, cool. Dankeschön. Jetzt können wir demnächst loslegen wieder hier. Maschinenwartung, bis der Arzt kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wird nie langweilig.